herzlich willkommen zu einem weiteren Review auf meinem Kanal bzw. auch Unboxing, denn ich habe von Siegenpro den Durchgangsalarm zugeschickt bekommen und ja, den zeige ich euch jetzt mal. So, in der Verpackung befinden sich weitere wunderschöne Sachen. Wir haben hier einmal unsere wunderschöne, ja, wie soll man sagen, Klingel. Das Ganze sieht auch sehr gut aus, finde ich. Wir haben hier leider keine Kabel drin, im Lieferumfang sind keine Kabel drin. Wir haben hier einen wunderschönen Sensor drin, der dann erkennt, wenn wir vorbeilaufen, dass, und das gibt da dann weiter an die Klingel. Ja, sonst haben wir hier nur noch ein bisschen Kleinkram drinnen. Hole ich jetzt auch mal aus der Verpackung raus. Das wäre soweit der Kleinkram. Und dann haben wir hier noch eine Bedienungsanleitung drin. Ah, die brauchen wir nicht. Okay, wir haben keine Batterien im Lieferumfang. Der Durchgangsalarm von Siegenpro habe ich bei Amazon gekauft, so gesagt zugestellt bekommen. Von da, der Versand war kostenlos, finde ich sehr cool. Versand war auch sehr schnell. Da muss ich auch ein großes Lob an Siegenpro aussprechen dafür, dass das Produkt ziemlich gut auch angekommen ist. Es war eine sehr schnelle Lieferung. Ja, wir haben hier im Lieferumfang einmal den Bewegungsmelder und dann die Glocke. Bei der Glocke können wir verschiedene Töne einstellen, als auch nur ein Lichtsignal einstellen. Wir haben hier 38 Klingeltöne zur Verfügung, können diese individuell einstellen, also können dann auswählen, welchen Klingelton wir nutzen wollen. Wir haben eine Kommunikationsreichweite von 100 Metern. Die Sensorreichweite trägt 3 bis 7 Metern. Das heißt, unser Sensor kann in 3 bis 7 Metern, sollte er uns noch erkennen, wenn wir da dran vorbeilaufen oder mit der Hand daran rumwirbeln. Das habe ich jetzt auch schon für euch ausgetestet, aber das draußen. Die Abmessung von Sensor betragen 80 x 59 x 45 mm. Und der Empfänger sind 76 x 80 x 33 mm. Ja, das ist schon, finde ich, doch ganz ordentlich. Aber es ist jetzt auch nicht so groß oder sperrig. Ja, wir brauchen für den Betrieb 3-3A-Batterien. Oder wir können das auch per USB-Netzteil beides betreiben. Das finde ich sehr cool. Wir haben einen Empfängerversorgungsbetrieb von DC 110 Volt bis 240 Volt. Im Lieferumfang ist einmal der Sensor, der Empfänger, der Montagezubehörset und die Bedienungsanleitung. Mehr haben wir nicht. USB-Kabel müssen wir uns selber besorgen. Okay, finde ich jetzt nicht so schlecht. Wäre natürlich cool, wenn da USB-Kabel drin wären. So, für meinen Produkttest habe ich jetzt beide Dinge in der Hand. Einmal die Klingel und einmal den Sensor, der das Ganze, ja, empfängt. Und deswegen habe ich den jetzt hier aber auf lautlos gestellt. Die Töne werdet ihr auch noch hören. Das seht ihr dann alles, wenn ich das draußen getestet habe. Und jetzt, wenn ich das Ding hier an der Seite anmache, hoppala, so, seht ihr schon, es blinkt durch die Bewegung. Ich warte mal, bis es aufhört zu blinken. Geht darüber. Und es funktioniert, also ja. Wenn ich jetzt hier vorbeigehe, dann löst sich hier das Blinken aus. Das Ganze können wir natürlich auch mit Ton einstellen. Das mache ich mal kurz, damit ihr das Ganze mal hört. Und jetzt dürfte eigentlich ein Ton kommen. Ah, jetzt. Ihr hört schon, das ist ziemlich laut, dieser Ton. Das riecht sich einstellen. Mein Fazit zu diesem Produkt, es funktioniert sehr gut, nur manchmal reagiert es zu gut wiederum, was dann ein bisschen blöd ist, gerade wenn es durch Gras irgendwie ausgelöst werden kann. Es ist halt eine kleinere Bewegung, aber dafür ist ja der Sensor da, dass er erkennt, wenn jemand vorbeiläuft. Und ja, also da muss man ein bisschen aufpassen, wo man den Sensor platziert, denn sonst wird er dauerhaft aufgelöst und das könnte ganz schön nervig sein mit der Klingel, gerade wenn man jetzt einen Bewegungssensor hat, ist, glaube ich, nicht gut, da irgendwelche Dinge in der Nähe stehen zu haben, die sich dann irgendwie bewegen, sei es das Bild oder sei es irgendwas anderes, weil der Sensor das halt sofort erkennt.
und das ist dann nicht so schön. Aber sonst kann ich dieses Produkt sehr gut empfehlen. Muss ich sagen, hat hier Siegen Pro auf jeden Fall was sehr Cooles produziert. Ich bin froh, dass ich das Produkt testen durfte. Ja, es funktioniert sehr gut, ist in sehr gutem Zustand. Gut, was ich auch dazu sagen muss, es war eine sehr schnelle Lieferung, wie ich schon am Anfang erwähnt hatte. Außerdem hat man hier doch die ein oder anderen schönen Klingeltöne, die dann einen so ein bisschen aus dem Alltag herausholen können und dann auch das Ganze wieder spannender machen. Wer weiß, man könnte es auch vielleicht so als Alarmanlage jetzt so einrichten, dass wenn jemand das Zimmer von einem betretet, dass man weiß, wann jemand reinkommt, dann stellt man sich zum Beispiel die Glocke hier vorne hin, dann sieht man das übers Blinken und dann weiß man genau, dass da jemand gerade an der Tür ist oder reingeht ins Zimmer und kann dann zum Beispiel ja, sich vor seinen Eltern vielleicht schützen oder weiß, wann die reinkommen, wenn man irgendwas unanständiges getan hat. Keine Ahnung, es gibt da viele Verwendungsmöglichkeiten für die Leute, die so gesagt im Restaurant arbeiten. Dafür ist es ganz gut, denn dann kann man halt auch mal Pause machen, was auch wichtig ist, in jedem Beruf einfach zu machen, dass man dann auch informiert wird, wenn ein neuer Kunde kommt und dann kann man den Kunden bedienen, als auch im Verkauf ist es doch eine ganz gute Sache, um nicht die ganze Zeit vorne im Geschäft rumzustehen. Da finde ich so ein Sensor ist doch dafür ganz praktisch. Ja, sonst muss ich sagen, Dankeschön nochmal an Siegen Pro, dass ich das Produkt testen durfte. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das Produkt gerne kaufen, Amazon-Link ist unten in der Beschreibung, darüber könnt ihr es kaufen. Ich finde, es ist auch dafür jetzt nicht teuer. Es funktioniert halt einwandfrei. 3 bis 7 Meter, das hält es auf jeden Fall ein. Und auch die Reichweite zur Glocke, das wird auch eingehalten. Also das finde ich ganz gut. Das Produkt ist sehr gut im Zustand. Klinge hört sich jetzt nicht so blöd an, sondern hört gut an. Das finde ich sehr gut. Sonst bleibt mir eigentlich da jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ich bin jedenfalls froh, dass ich das Produkt testen konnte. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video teilen könnt mit euren Freunden. Vergesst keine Bewertung da zu lassen. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, abonniert den Kanal doch mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.